Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm. Und wie ihr sehen könnt, ihr könnt das ausnahmsweise schon direkt sehen. Ich bin zwar alleine, also der Phallus sitzt nicht live neben mir. Den Stuhl aus dem Bild rücken. Ich bin nicht alleine, ich habe ein paar Clanmates im Team, und zwar den Phallus und Peter, leite meinen Pfad. Der Antania und den Beineberg. Und ich spiele jetzt zum ersten Mal hier Karasim, ne, weil der ist noch nicht Level 5. Leite meinen Pfad. Ja, der Beineberg sagt schon, ich soll ihm die meine Rexa-Skills zeigen. Habt ihr ja schon gesehen, ne? Da brauche ich ja jetzt nicht nochmal zeigen. Bam, 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 bam. So, verfluchtes Tal. Ich bin mal gespannt, ne? Ich bin ja mal echt gespannt, wie der jetzt wird, ne? Ich habe noch nie Karasim gespielt. Und ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen, mir die Skills durchzulesen. Das wird jetzt wieder ein Spaß, ne? Erste Runde mit Karasim, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Erste Runde neue Hero. Ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht erst seit gestern hier auf dem Kanal, ne? Ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. Und, wie gesagt, Viererteam. Ausnahmsweise trinke ich mal keinen Kaffee, sondern Tee. Automatische Angriffe heilen, das klingt schon mal nicht schlecht. Boah. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Boah, dann nehme ich, glaube ich, das erste. 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen klarkommen, Leute, ne? Ist ja klar. Wie immer, ne? Wie immer das. Auf jeden Fall schon mal eine schöne Aufteilung. Ich bin mit dem Phallus top. Meine Freundin Antania ist mit dem Beineberg Bot. Und der Random Gaslow ist Mitte. Das sieht doch schon mal gut aus. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist ja krass. Stürmt zu einem Verwirren oder Gegner. Trifft den Gegner, wollen wir automatisch angreifen. Okay. Was ist das? Der nächste automatisch angreifen. Okay. Halt Verbündete in der Nähe. Okay. Ach, ist doch gar nicht mal so schlecht, was der drauf hat, ne? Ach, so schlecht ist der Karasim gar nicht, ne? Also ich bin jetzt auch kein so großer Fan, erster Eindruck und so, aber schlecht ist der nicht. Easy. Ja, Tyrande als Antania, Kleiner, Phallus, Karasim, Lin, Jaina, Beineberg, Gaslo, ne? Gegen Seratul, Abatur, Tyrael, Karasim, der Schlachter. Anschauen, legen wir einen Bereich auf.
Das ist gar nicht so cool. Angriffe mit Das war nicht so schlecht. Zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Ah! Wählt ein Talent. Das mache ich mal mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, Tribute auf jeden Fall. Natürlich. Der Garasim ist unterwegs, ne? Oh guys, don't risk too much. I'm coming up. Da wurde ich kaputt gemacht, ne? Und die waren so low. Schade. Schöner Kill von Antalya hier. Euer Bestes war wenig überzeugend. Ja, was soll da los sein, hör mal? Was weiß ich? Not enough minerals, ne? Ah, nicht genug Schaden. Zero Tool! Hervorragend. So. Mit halt zweimal. Ansturm aktivieren können. Ziel. Mein Geist ist klar. Ja, Leute, seid mir nicht böse. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich hier skille. Ja, ich glaube, halt ein zweites Mal. Halt ein paar Münden in der Nähe. Und die bewegen sich. Das klingt auch gar nicht mal so übel. Oh, jetzt hier ein Schlag da. So. Doppelkill. Boom. Dreifach Kill. Sehr schön. Garrison. Zwei Level vorne. Muss natürlich erstmal auf den klarkommen. Ne? Da dürfte mir auch nicht böse sein. Ich glaube, den Boss, den könnten wir doch eigentlich machen, oder? Kein Interesse. Da besteht kein Interesse gerade. Schade, das war knapp. Die Schlacht steht gut für mich. Ich komme. Da, Zero Tool. Ha, schön. Good job, guys. Da, hier. Boah, der ist jetzt richtig in der Mangel, ne? Oh, Karasim gefällt mir eigentlich. Erster Eindruck ganz gut. So, Karasim wird unverwundbar und greift einen gegnerischen Helden in der Nähe an. Ja, ich muss leider zwischendurch ein bisschen lesen. Ich glaube, ich mache mal das Erste. Ne? Ich werde mit dem mal so ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen rumexperimentieren. Aber... Ah, okay. Ich dachte, man kann da ein Ziel auswählen. Ja, das war ein bisschen doof. Naja.
Macht nichts. Tested, Baby. Ich komme, Guys. Ich komme. Feinde mich. Ah, das war so knapp, ne? Das war... Dies war... das Zero Tool. Zero Tool. Ah, schade. Ah, schade, ich gehe drauf. Obwohl die alle so low sind, ne? Ah, ist das mies gewesen. Richtig mies. Team Strett. Ja, woran hat's gelegen? Beineberg war leider schon tot, als ich angekommen bin. Ich glaube, unseren Gaslo habe ich gar nicht gesehen. Fallus und ich waren ein bisschen spät da. Nur aufpassen, dass wir jetzt keine Death Rotation hier. Oh ja, die Death Rotation. Death Rota. Ah, ich nehme hier eben das Tribut. Antania ist auch schon bei mir. Der Random Gaslow kommt. Und los! Eine Gunst gehört euch, Helden. Das Schicksal eurer Feinde. Was jetzt natürlich ein bisschen doof ist, ist, dass die Gegner einen Boss geholt haben. Natürlich. Bedeutet nämlich fast, dass wir deffen müssen. Wählt ein Talent. Eine Chance gegen Schlachter. Schade. Ne, das war nix. Auf der ganzen Linie nicht. Ja, Beineberg, ich mach den Boss hier noch kaputt. Der Fluch sei aufgehoben. Ah, das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Alter, wir sind schon wieder zwei tot. Natürlich. Ja, das ist der Pain Train, das ist klar. Ein Blick auf die Stats. Ist schon relativ easy, sag ich mal. Was ist denn hier passiert? Die Gegner haben schon ein gutes Comeback gemacht, muss man sagen.
Boah, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. So. Verbündete Helden in der Nähe in die Heilung. Entfernt bestimmte Schwächungseffekte. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich mach mal erhöht die Heilung. Nee, jetzt kommt nicht der Schlag da. Sehr gut. Sehr gut gemacht von Antania hier. Sehr gute Eule. The Watchtower. So. Dieser Held muss Gut getötet. Ja, das klappt doch schon mal. Wollen Sie sehen, wie diesen Land? Das war aber brutal. Doppelkerl. Ich sag den Leuten mal kurz Bescheid, den Leutchen. Beineberg lootet schon das Ding. Sehr gut, ich bin in der Nähe und wieder hoch. Spiel unterwegs, Phallus. Schön. Festung verdient. Nein, killt sie doch bitte. Oh man. Wählt ein Talent. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Gut. Ja, Phallus und ich sind draufgegangen leider. Das war sehr knapp, denn die Ulti, die hat schon gut Bums gemacht. Ich nehme mal einen Schluck Tee. Gut gemacht. Eure Feinde werden geschwächt. Seht ihnen beim Sterben. Ein bisschen greedy nur. Ich schlage vor, wir machen dieses Söldnerlager platt. Ja, der Gaslav, der nimmt hier das Ding ein. Die Stats sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Ja. Aber mit den Leuten kann man auch zufrieden sein, weißt du? Wenigstens nur ein Random dabei. Phallus, ich meine, gut, die Kommunikation liegt ein bisschen brach ohne Teamspeak, aber meine Freundin, die Antania, spielt ganz gut. Beineberg spielt ganz gut. Also spielen beide gut, ne? Das klingt jetzt auch schlechter, als ich es meine. Also die beiden spielen gut. Phallus spielt gut. Ich bin auch nicht so übel und ja, Zer'Thul, nice done, Zer'Thul, good, good job, I'm coming up. So, jetzt können wir eigentlich einen Boss machen, ne? Was ist gutes Timing? Ja. Vielleicht Söldnerlager hauen? Ja, also hier oben droht auch eventuell Gefahr, weil die Geist sind hier gewesen. Die Götter sind in allen.
So, sehr schön. Bisschen concentrated, aber der Garazim geht steil. Da bin ich ganz zufrieden mit dem Ding. Nach den ganzen Strapazen der letzten Folgen, wisst ihr, ist das mal wirklich ein angenehmer Hero. Natürlich. Ja, zwei Bosse haben die Gegner. Können wir eigentlich Push to Death machen, ne? Push to Death. Nein! Mach den Schlag da kaputt! Oh, schön vollgeheilt. GG. Schönes Game. Schöne Runde gewesen. Schöne Folge. Hat daran wirklich jetzt jemand gezweifelt? Ja, es war kurz, ich sag jetzt mal Mid-Game, so um die Level 14, 15, wo echt kurzzeitig ein bisschen knapper war. Aber hier nochmal die Stats für euch. Hier nochmal die Talente. Ich glaube, ich habe den Karasim völlig verskillt, aber es hat ja funktioniert. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Peace out.